Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich will euch kurz zeigen, wie ein Trophy System Glitch gibt, wie er geht. Dass hier ihr zum Beispiel, eigentlich zum Beispiel, ihr habt dann über die ganze Map euer Trophy System, die Gegner können keine Granaten, nichts mehr werfen. Und hier zum Beispiel, ihr bekommt richtig viele Punkte, wenn euer, mit meinem Fall jetzt, Freund von mir, ein Lodestar erreicht. Das werde ich euch auch noch zeigen. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Okay, achso, ja, noch zur Erklärung. Ihr braucht ein Black Hat und euer Freund ein Trophy-System. Okay, also damit ihr die Punkte bekommt, braucht ihr ein Black Hat. Euer Freund wirft das Trophy-System hin. Also meiner holt sich jetzt in dem Fall noch meine goldene Skikom. Ihr hackt das Trophy-System dann und sofort danach muss euer Freund das zerstören. Und dann ist zum Beispiel so, ihr seht das Trophy System Defense, er hat gerade noch ein Trophy System geworfen, ist sofort wieder kaputt gegangen. Und ja, so kann es dann eigentlich weitergehen. Dann müsste euer Freund euch nur noch ein Lodestar spielen, das haben wir gemacht, indem wir einfach, also das Private Match, indem ich einfach mal rausgehe und er rein, bis er ein Lodestar hat. Hardpoint is ours. Ich weiß gar nicht, wann er den erreicht. Hardpoint locked down. Ich überspringe so lange mal, bis er den hat. Lockdown. Obwohl, gleich muss er ihn haben. Ich hab ja meinen jetzt auch. Okay, jetzt hat er ihn. Jetzt setzt er den Lutz ein. Jetzt könnt ihr gleich mal sehen, wie das abgeht. Oh ne, jetzt hat er erst die Vitor. Okay, gegen die Vitor bringt es nichts. Keine Vitor passiert nichts. Okay, ich überspringe mal, bis er den Lutz hat. Okay, jetzt hat er den Lotster erreicht. Der Vitor fliegt gerade weg. Da oben in der Ecke sieht ihr den Lotster. Ich mach mal weiter. Okay, er schießt die ganze Zeit mit dem Lotster. Ihr bekommt die ganze Zeit Punkte zugeschrieben und ihr seht ja an der Anzeige, wie mein Zug geht. Und ja, da suche ich gerade den Lotster. Da ist er. Und man muss die ganze Zeit einfach nur gedrückt halten. Der Lotster schießt die ganze Zeit weiter. Und ihr bekommt die ganze Zeit Punkte geschrieben. Ich kann ja mal hier drücken. Da sieht man gleich, wie die ganze Zeit hochgeht. Und ja, so einfach ist es eigentlich. Und für Schwarm gilt es auch. Wenn ihr einen Schwarm in die Luft, wenn er oder euer Freund einen Schwarm in die Luft wirft, das sieht man das gleiche. Da geht die ganzen vom Schwarm, die Hunter-Killer-Drohnen werden zerstört. Bekommt ihr lange nicht so viele Punkte für. Okay, und es geht bis ihr 30.000 habt. Und nach 30.000 geht es noch weiter. Dann hört es auf und er kann nach unten schießen. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.